Und der Politologe Werner Patzelt ist mir nun aus Dresden zugeschaltet. Herr Patzelt, einiges über Wolfgang Schäuble haben wir bereits angesprochen. Wie würden Sie sein Vermächtnis beschreiben? Er war einer der prägenden Politiker Deutschlands während der letzten Jahrzehnte. Zu seinen großen Leistungen gehört das Aushandeln des Einigungsvertrages, gehört sein Bemühen um die Stabilität des Euro, gehört ganz wesentlich sein Nachweis, dass unser Land auch ausgeglichene Haushalte haben kann. Und er war an Loyalität zu Helmut Kohl jahrzehntelang nicht zu übertreffen. Und deswegen gehört es zu den großen Tragödien seines Lebens, neben dem Anschlag auf ihn, der ihn in den Rollstuhl zwang, dass in den letzten Jahren seines Lebens oder in den letzten Jahrzehnten es zu einem unheilbaren Zerwürfnis zwischen ihm und Helmut Kohl gekommen ist. Und natürlich hätte es unserem Land gut getan, wenn er, Wolfgang Schäuble, auch einige Jahre lang unser Kanzler gewesen wäre oder gerade im Rollstuhl sitzen und somit ein starkes Zeichen für Inklusion geben, unser Bundespräsident. Ja, Sie sprechen das an. Die größten Ämter, die blieben ihm am Ende dann doch verwehrt. War er dafür dann doch zu unbequem oder glauben Sie, es hat einfach irgendwie nicht gepasst? Es hat nicht gepasst. Er traf auf Helmut Kohl, der nun eine der Naturgewalten der deutschen Politik gewesen ist und der offenkundig Wolfgang Schäuble nicht zutraute, den Wahlkampf von 1998 zu gewinnen, den freilich er, Helmut Kohl, auch nicht gewann. Er traute ihm offenkundig nicht zu, den Euro, der ja sehr unpopulär gewesen ist, genauso tatkräftig durchzusetzen, wie er, Helmut Kohl, es selbst tat. Und später war es so, dass Angela Merkel aus welchen Gründen auch immer eher schwache Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten bevorzugte und förderte, die ja auch allesamt im Amt scheiterten, aber Wolfgang Schäuble nicht protokollarisch über ihr stehen haben wollte. Dazu kam es erst, als er auf das Amt des Bundestagspräsidenten aus seiner Ministerposition gleichsam abgeschoben wurde. Aber auch dieses Amt verstand Wolfgang Schäuble mit der ihm eigentümlichen Würde und seiner Autorität gut auszufüllen. Und insofern war er nicht nur in der CDU, sondern auch über die politischen Reihen hinweg auch geschätzt. Was sollten denn Politiker, ja, ich sag mal, der jüngeren Generation eigentlich von ihm mitnehmen, von ihm lernen? Es kommt Schäuble aus dem deutschen Südwesten, der mit Preußen wenig zu tun hat. Aber er hat eigentlich eine wichtige preußische Maxime vorgelegt, nämlich mehr sein als scheinen. Die nachrückende Politikergeneration nimmt ihren Aufstieg in der Regel über eine ihnen freundliche Medienberichterstattung, über ein auch von ihnen tatkräftig mitbewirktes freundliches Klima in den sozialen Medien. Sie nimmt ihren Aufstieg über Quoten und über Gefälligkeiten gegenüber den Oberen in der Partei, solange man noch nicht zu den Oberen selbst gehört. An dieser Stelle ist es einfach seine Tüchtigkeit gewesen, die ihn in höchste Staatsämter gebracht hat. Freilich muss man hinzufügen, dass er auch seinen Förderer hatte. Und sein Förderer war Helmut Kohl, bis es eben zu diesem leidigen Zerwürfnis über die Parteispendenaffäre gekommen ist. Herr Patzelt, ich danke Ihnen sehr für die Analyse zum Tod von Wolfgang Schäuble. Dankeschön. Gerne geschehen. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.